Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Footdraft. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Versuch, ja, diese Serie mal wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe irgendwie im, ich weiß gar nicht was für einem Kopf, bei Ron beschlossen, Footdraft zu starten und das auf meinem Account bei ihm, weil er den sowieso auf seiner Xbox hat. Und ich habe zwar schon gedraftet, aber heute soll das erste Spiel gespielt werden und ich nehme euch mit, denn das Team... kann ich schon mal sagen, sieht ziemlich krass aus. Und ich würde sagen, ohne längeres Trara werden wir uns das gleich angucken. Zunächst einmal lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr mehr Footdraft sehen wollt. Würde das auf jeden Fall lassen. Schreibt es in die Kommentare zu dem, wie es euch gefällt. Und guckt bei Instagram vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch bei RandyRun und Facebook, Twitter könnt ihr vorbeischauen. Und jetzt schauen wir uns mal das Team an, das ich da zusammengebaut habe. So sieht's aus im Tor. Kayla Navas, davor haben wir ja Diego Godin, Second in Form oder Third in Form. Ich glaube, Third in Form schon. Dann haben wir hier Gaia in Form, Baenia, weil ich keinen anderen Innenverteidiger aus der BBVA habe, Dani Alves, Pardo, Rakitic, Koke, Cristiano Ronaldo Team of the Year, Neymar Team of the Year und Messi Hero auf der Bank, Granaten wie Zieler in Form, Jefferson in Form, Felipe Anderson Man of the Match, Di Maria Man of the Match, Thiago Silva in Form, der für Baenia reinkommen wird, Freddy Guarin in Form und Gareth Bale in Form. Sieht sehr stark aus. Da sollte was drin sein. Ich würde sagen, ich suche mal den ersten Gegner und wir schauen, wie es läuft. Ich weiß noch nicht, ob es die beste Idee ist, mit 96 Trikots zu spielen und schon gar nicht gegen Team of the Year, Ronaldo Team of the Year, Pogba Team of the Year, Dani Alves, Gareth Bale in Form, Benzema, Matuidi Second in Form, glaube ich, in Form und eine französische Defensive und 100 Chemie, das ist alles andere als schön, wir versuchen es trotzdem und tun unser Bestes. Mein Controller hat sich aufgehangen. Das ist das Beste, wenn du mit einem kaputten Controller spielst, wo die Sprint-Taste nicht funktioniert, beziehungsweise nur formabhängig funktioniert. Das geht so gut los. Scheißpass im Mittelfeld, den darfst du niemals so spielen. Der muss normalerweise direkt ankommen zu Rakitic. Vielleicht jetzt raus auf Messi. Ja, der kann sich auch nicht gegen Perin durchsetzen. Das ist echt... Neymar! Meine Fresse nochmal, also... Das ist dann auch wieder typisch, dass das Ding dann nicht reingeht. Da kommt schon Neymar zum Kopfball und da macht er nicht rein. Jetzt aber. Oh, Ronaldo. Wenn ich sowas wieder sehe, dann ist er. Ja. Das ist so schlecht, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht mit guten Spielern spielen. Oh. Dann kommt die perfekte Grätsche im 16er, die perfekte. Die genauso kommt, dass du auch nur den Ball triffst und auf keinen Fall auch nur ein Stückchen vom Gegner. Warum... mal so ein Ding, das ist so ein Zitter und er geht nicht rein. Abstoß? Ich bin der schlechteste FIFA-Spieler seit der Erfindung des Schnitzbrots. Nicht mal mit Sweat und Team of the Year, Messi und Neymar, krieg ich einen scheiß Ball ins Tor. Es ist der Hammer. Das ist doch kein Foul. Also es ist einfach, also es liegt wirklich jetzt, es liegt nicht nur am Spiel. Das ist klar, es liegt auch an mir, aber ich bin so unglaublich schlecht geworden. Ich weiß nicht, das ist... Er kriegt dafür nicht mal gelb. Ball vorbei. Ich möchte nur nebenbei erwähnen, dass das jetzt gelb-rot gewesen wäre.
Ich möchte nur nebenbei erwähnen, dass das gelb-rot gewesen wäre. Wäre gerade das Foul gepfiffen worden und mit gelb geahndet, wie es bei den taktischen Foul normalerweise üblich ist. Aber not today und not in FIFA. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber vernünftig FIFA spielen ist es mit Sicherheit nicht. Du liegst am Boden, hältst dir den Fuß, nachdem du dämlich gegen den Gegner gegengelaufen bist. Du wurdest nicht mal am Fuß getroffen, du bist nur gegen ihn gegengelaufen. Er liegt 3 Minuten am Boden. Das ist echt... Ich bin so schlecht. Ich fass es nicht mehr. Was ist das denn? Ich glaub's nicht. Was ist das? Ich hab Godin in Form, Thiago Silva in Form, Second in Form, Third in Form, irgendwie sowas. Und Navas in Form im Tor. Und die machen sowas. Also ich weiß nicht. Es muss an mir liegen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, den hält er. Vielleicht wird FIFA 17 wieder mein Jahr mit Ultimate Team, aber so spiele ich definitiv nicht mehr viel. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Der war drin! Alter, das habe ich von... Das... Ich weiß auch nicht, was passiert ist wieder. Ich habe zwischendurch, als ich... Oh Gottes Willen. Ich meine, gut, ich spiele natürlich auch nicht viel, ne? Also ich spiele eigentlich nur Karrieremodus, was einfach mehr Spaß macht. Aber ich habe natürlich zwischenzeitlich auch... wieder ein bisschen mehr gespielt und da hatte ich ja quasi auch wieder, wenn man es KD nennen will, in Ultimate Team, eine Statistik, oh wei, das ist so, eine Statistik in Anführungsstrichen, wo ich 3-mal so viele Siege wie Niederlagen hatte. Warum springst du da hoch? Er war mit seinem Bein nicht mal in deiner Nähe. Tourlinie-Technik. Oh, so ein Fitzel. Also wirklich eine Zeit, wo, warum bleibt da nicht Neymar angewählt? Mann, ey. Wo ich halt wirklich wieder 3-mal so viele Siege hatte wie Niederlagen. Ne? Mittlerweile, glaube ich, ist es gerade noch so doppelt so viele. Das ist grandios schlecht, wirklich. Oh! Ich war mal gut. Ich bin so schlecht. Guckt euch das an. Das ist so weak. Das ist nix. Der hat 87. 89, glaube ich sogar. Das ist der 89er in Form von Godin. Und nix. Nix klappt. Gar nix. Ich spiele gerade nicht mehr, nebenbei bemerkt, ich habe meinen Controller jetzt endgültig weggeworfen, weil die Tasten nicht mehr funktioniert haben und ich darin keinen Sinn mehr gesehen habe. Deswegen habe ich mir jetzt meinen anderen wiedergeholt, der noch bei mir rumgeflogen ist, den ich heute wiederbekommen habe. Vielleicht schaffe ich ja noch, ich habe mit diesem Team eine der kranksten Offensiven, die überhaupt geht. Di Maria, Man of the Match. Ronaldo Team of the Year, Messi Team of the Year, Messi Hero, Neymar Team of the Year und Bale in Form. Und ich schaffe es nicht, ein verkacktes Tor zu schießen. Das ist unglaublich. Das ist so schlecht. Nicht mal einen Ehrentreffer. Nicht mal einen scheiß Ehrentreffer kriege ich hin. Ich bin so scheiße in diesem Spiel. Spiel ihm doch gleich noch. Ach komm, schieß doch gleich noch ein Eigentor. Meine Güte nochmal, es ist echt unfassbar. Im Karrieremodus auf Legende, ich gewinne jedes Spiel, also so gut wie jedes Spiel, mit absolut null Problemen. Es ist kein Thema. Im Ultimate Team, ich kriege nichts gebacken. Ich habe die mit besten Spieler im verkackten Spiel und ich kriege trotzdem nichts auf die Kette. Gar nichts.
Man kann es nicht mal mehr aufs Spiel schieben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe alles verlernt. Und genau deswegen spiele ich dieses Scheißspiel nicht mehr. Es macht keinen Spaß. Damit ihr es nochmal wisst. Ich weiß, ihr mögt es. Ich weiß, ihr feiert es. Aber bitte, bitte, bitte geht mir nicht mehr auf den Sack und zwingt mich, dieses Spiel zu spielen. Es macht einfach keinen Spaß. Es macht in meinen Augen auch überhaupt keinen Sinn, das zu spielen für mich, weil ich sowieso nichts auf die Kette kriege. Nichts! Mit Neymar Team of the Year kriege ich den Ball aus 16 Metern nicht ins Tor. Das Einzige, was ansatzweise Spaß macht, ist diese verkackte Serie Blamieren oder Kassieren. Weil ich mich da blamieren kann. Weil der Name da drin ist. Ansonsten macht es in meinen Augen keinen verkackten Sinn mehr, dieses Spiel zu spielen. Und ich hoffe, ihr versteht es. Ich glaube, das hat nochmal eindrucksvoll alles bewiesen, was ich vorher quasi immer gesagt habe. Aber das... Nee, also... Weiß ich nicht. Brauche ich nicht echt nicht mehr. Der hatte nicht mal so viele Schüsse wie ich. Hatte mehr Schüsse. Ich habe nicht eine gefährliche Aktion gehabt. Wo hatte ich denn bitte einen Schuss? Ja, übrigens 11.000 Münzen, oder? Das ist der Wahnsinn. Oh, Premium. Premium-Leihspieler-Set. Vielleicht haben wir ja da was Cooles für dir. Wenn ich die Serie überhaupt noch irgendwann mal fortsetze, macht auch keinen Spaß. 7-Minute-Quad. Meine Lieblingsserie früher. Habe ich richtig geliebt. Macht keinen Spaß mehr. Brauche ich nicht mehr spielen. So, ich kann nicht mehr bewegen hier. Nichts funktioniert. Nichts in diesem Scheißspiel funktioniert. Gar nichts. Was ist los, Alter? Was ist aus Ultimate Team geworden? Ich kann echt nichts machen. Das große Leihspieler-Set. Premium. Und? Oh, Marcelo. Nee, Alexandro. 82er. Geil, den braucht man als Leihspieler. Die Graupe. Egal, das war's von diesem Video. Mir ist egal, ob es euch gefallen hat. Ganz ehrlich. Weil es im Endeffekt einfach nur nochmal zeigt, wieso ich kein Ultimate Team mehr spiele. Und ich kann verstehen, wenn ihr das abfuckt. Ich kann verstehen, wenn ihr sagt, hör, versuch's doch nochmal. Aber ich sehe einfach keinen Sinn darin für mich momentan. Es macht mir keinen Spaß. Und dann weiß ich auch nicht, warum ich spielen soll. Vielleicht spiele ich ein bisschen privat, vielleicht fuchse ich mich da wieder ein bisschen rein. Aber ansonsten, ich habe auch keine Zeit mehr, Ultimate Team zu spielen. Und Karrieremodus ist einfach das für mich, was mir mehr Spaß macht, was für mich sinnvoller ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, auf Wiedersehen und ciao.